Hallo und herzlich willkommen zu Train Simulator Classic, ehemals 2022. Für alle City Skylines Freunde, mit der wir so viel mit der S-Bahn auf dem Dach fahren, da hängen wir mal hier auf dem Zug rum, dachte ich mir, wir fahren mal in der S-Bahn im ET420. Und ich hielt das schon eine ganz gute Idee, ich mache mal die Türen auf. Und leider können wir es nicht als Karriere fahren. Der ET420 geht nicht als Karriere. Das ist ein Loco-Add-on, den man extra kaufen muss. Aber dafür kann man ihn kaum benutzen. Das Spiel ist so schäbig. Das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das Spiel ist so schäbig. Man gibt extra Geld aus und dann kann man das nur in freien Spielen benutzen, dass ich hier den Zug gekauft habe. Ich glaube für 7,99. Super. Super Preispolitik. Völlig an der Realität vorbei. Ich mach schon mal den Vorwärtsgang rein. Ich höre ja, wenn die Türen zugehen und dann kann es losgehen. So. Signal ist auch grün. Sehr gut. Hier vorne kommt irgendwo, glaube ich, noch ein Tempolimit, auch wenn wir es nicht sehen. Ich entsinne mich so düster. So, mal gucken, wann kommt denn das? Wie gesagt, man erkennt es hier leider nicht. Vielleicht kann ich irgendwo 50 sehen. Das ist das schon 50? Nee, auch nicht. Man sieht es nicht wirklich. Ich bremse mal ein bisschen. Ich will nicht so rasen, wenn das hier gleich kommt. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Aha, da ist es doch schon. Gut. Dann müssen wir ein bisschen langsam machen. Jetzt dürfen wir aber wieder, oder? Ja. Und da vorne dürfen wir dann auch noch ein bisschen schneller. Ja, ja, komm, die paar kmh. Gib aber mich im Karrieremodus, gibt es richtig Abzug. Da jedes kmh zählt. Wir sind ja nicht in der Karriere. Wir gucken uns vielleicht die Strecke auch nochmal mit dem ET423 im Karrieremodus an. Da könnt ihr dann sehen, wie ich faile. Bremsleitungsdruck, gut. Was ich darf ja. So, hier ist nicht so hübsch. Du kannst für dieses Spiel insgesamt, also mindestens, ich habe das mal durchgerechnet, du kannst mindestens, wenn du alle Add-ons kaufst, kannst du 8.900 Euro für dieses Spiel hier ausgeben. Rücksichtsvoll, oder? Muss man mal sagen, also wie mache ich eine gute Preispolitik und die Spieler glücklich? Ich mache ein Spiel für, also ich sag mal, es war eine vorsichtige Schätzung. Tatsächlich glaube ich, du kannst eher 16.000 für das Spiel ausgeben. Alles in allem. Ist schon so ein bisschen special. Ich will auf aus. Wenn ich nicht auf aus war, kann ich nicht wieder beschleunigen, nämlich. Ich gebe nochmal Gas. Ach nee, es lohnt sich ja gar nicht. So, dann bremsen wir mal. Sieht jemand schon den Bahnhof? Also ohne dieses Ding hier, das liegt aber an der Grafik, ne? Wenn man das hier mal wirklich jetzt so langsam ahnt, man, dass da vorne ein Bahnhof kommt. Wenn man das wirklich mal erkennen würde, da könnte man auch ohne diese Anzeige hier vielleicht fahren. Aber ich kann es tatsächlich, ich sehe es einfach nicht. Ne? Also da kann ich mich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Ich erkenne diese Bahnhöfe hier nicht. Ist so ein bisschen, ja. Das liegt aber an der Grafik halt, ne? Wo ist das H? Das erkenne ich auch nicht übrigens. Ich gebe ihm jetzt mal hier volle Kanne. Ich glaube, da vorne ist es schon da. Es ist, hoffentlich rasen wir nicht dran vorbei. Wir bremsen ja schon auf 9. Nee, perfekt. So. Türen auf. Ich hänge mich mal aus dem Fenster. Guck mal. Die super realistisch animierten... Denk dran, das ist ein 16.000-Euro-Spiel. Die super geilen animierten Personen entfernen sich. 16.000 Euro, das ist schon eine Animation. Das ist einfach wert, weißt du? Wenn ich für einen Vollpreis für den Titel, also für einen kompletten Titel 16.000 Euro aufrufe, also mindestens 8.900, aber wie gesagt, da sind noch teurere dabei. Ich hatte, glaube ich, mit 12,99 alle DLCs gerechnet, aber es gibt auch DLCs für 30. Also daher komme ich zu dieser Annahme. Ach, das Spiel macht mich schon manchmal schon so ein bisschen wütend. Signal ist auch grün, gut, dann los geht's. Da vorne ist doch ein Bahnübergang, oder? Dann, Ja, eigentlich unnötig, ist beschrankt. Ist beschrankt, aber naja.
So, nächste Haltestelle Stierstadt. So, ausmachen. Ich glaube, es geht eh bergab, dann rollt er ein bisschen. Ja, hier kriegt man was geboten, hier kriegt man was zu sehen. Wir machen rein Gemeingebietstour. Kann ich irgendwo sanden? Dynamische Bremse, jetzt bin ich zu schnell, aber es sollte kein Achterbahn- und Bahnübergang. Hier darf ich da irgendwo hin, es lohnt sich gar nicht 120 zu fahren, egal. Ah, ich war nicht im Aus jetzt aber. So, und jetzt vielleicht bremsen. Entschuldigung. Also es ist so mit eins der teuersten Spiele, das du auf Steam, was du dir auf Steam kaufen kannst. Mit der Dings muss ich aber nichts machen, oder? Der PZB. So, wo ist das H? Ich sehe es wieder so spät, da vorne ist es. Das ist so mies zu erkennen. Das hätten sie vielleicht ein bisschen größer machen können, als es in Realität ist. Irgendwie so, dass man. Oder irgendwie ein Ring drum. Oder. Ich habe einen Ring um mein Haar. Irgendwas, dass da was blinkt. Dass da eine Linie auf dem Gleis ist, die man erkennt. Irgendwas. Was weiß denn ich? Ne? $1 Million Man, hä? Huh? Da kommt die nette Dame hier. Und diese nette Dame, die gehen hier. Und da kommt der Typ nochmal. Also es hat auch richtig, also man sieht, ne, dieses viele Geld, ja gut, das ist ein Nischenprodukt, vielleicht liegt es daran, aber dieses viele Geld, das fließt halt auch wirklich, also jetzt ja jetzt Klassik, das heißt, wahrscheinlich ist es damit jetzt tot, keine Ahnung. Ne, es gibt aber auch, seitdem es Klassik ist, noch neue Add-ons. Die werden nicht müde. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach. Dieses Spiel ist Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja? Wenn man ehrlich ist. Das kann man. Aber der Zugsound ist wirklich gut. Ja, also, dieses Add-on hier, dieser eine Zug, der ist es schon wert. Aber man muss sich trotzdem fragen. Ja. Man muss sich ja trotzdem fragen, ne? So. Der Bahnsteig ist so ein bisschen tricky, finde ich. Man kommt nämlich hier den Berg runter und dadurch ist man sehr leicht zu schnell. Und das ist dann nicht schön, das will ja keiner. Ist hier irgendwo das Haar? Da vorne am Häuschen. Super. Es ist super angebracht. Das mag nicht unrealistisch sein, aber es ist einfach super. Ist auch für Kurzzug. Ich bin nämlich ein Kurzzug. Ja, ist für beide. Aber hier Punkt landen. Guck mal. Na, wer fährt hier S-Bahn? So. Ich guck mal von hier. Da kann man ja auch mal gucken. Das bin übrigens nicht ich. Das ist so sehe ich. Das ist nicht das. Das bin ich. Auch nicht mein S-Bahn-Schild. Nicht mal dafür hat es gereicht. Achso, ich wollte Licht anmachen schon für den Tunnel. Ich vergesse es sonst wieder. Nicht, dass es einen Unterschied machen wird. Aber gut. Steigst du noch ein? Ja, er ist eingestiegen. Das sieht man. Das ist, ja. Ja, es ist halt, ja, auf Städtebau-Simulationsniveau. Wenn man ehrlich ist. So, Steinbach lassen wir hinter uns. Nächste Haltestelle schon Stresemannallee. Das kann gar nicht sein. Vor allem alle. Stresemann, alle. Oh, ist rot. Verdammt. Das galt, glaube ich, nicht für mich. Das galt, glaube ich, in die andere Richtung. Weil das hier ist meine Seite, wenn ich das richtig sehe. So. Da kommt der Gegenzug, ist ein ET423, die haben wir auch in City Skylines drin. Der ET423, wir haben den einzigen auf der Strecke, den einzigen.
komme richtig nicht auf Zug. So, jetzt rollen wir hier wunderbar mit Geschwindigkeitsübertretungen durch die Lande. Im Karrieremodus würde ich jetzt massiv Punkte verlieren für die paar km/h. Aber wir sind ja zum Glück nicht im Karrieremodus, da kann man auch mal ein paar km/h schneller fahren. Und vor allem, wir rollen halt wirklich, ne? Also, das ist supi. Es gibt halt echt nicht viel zu sehen. Die Strecke ist auch sehr klein, glaube ich, so von der Breite her. Also da ist nicht viel Umland. Teilweise merkt man es halt dann auch. Das ist so ein bisschen schade. Das sind 2 Kilometer noch bis dahin. Wow. Also 2,5. Muss ja mal sein. Vor so einem Bahnübergängchen. Ah, es sind immer noch Rödelheim. Kann man nochmal Gas geben. Sind ja noch 2,5 Kilometer. Da fließt man mal so richtig durchs Land, ne? So sieht es dann für die Passagiere aus. Auch die Fenster sind so ein bisschen verpackt, wie man sieht. Das ist der Innenraum. Schon sehr realistisch. So. So sieht es von hinten aus. Und so von vorne. Ich bremse schon mal so ein bisschen, ne? Sind da noch 1,5 Kilometer, aber kann man schon mal anfangen. Geht schon. So, jetzt aber richtig. Da fährt ein LKW. Wahnsinn. Wir sind also zwischenzeitlich nach Frankfurt reingefahren. Wo ist denn mein Bahnsteig? Ich sehe da vorne nur Gekrissel. Und es liegt nicht an meinen Augen. Das sieht nach Bahnsteig aus. Das sieht gut nach Bahnsteig aus. Die Frage ist jetzt wieder, wo ist mein Halteschild? Ich sehe es halt echt nie. Nie. Never ever. Irgendwo da muss es doch sein. Siehst du ein Haar? Siehst du ein Haar? Ich sehe kein Haar. Ich sehe kein Haar. Kein Haar. Da links ist es. Links. Na, jetzt mal voll in die Eisen. Ah. Uff. Und? Wo ist das Haar hin? Ach, da steht's. Das ist wieder Maßarbeit, würde ich sagen. Was hier ganz cool ist, ist, hier gibt es tatsächlich einen Bagger. So als Highlight der Umgebung. Die Glocken läuten übrigens immer. Egal, wann man hier ist, die Glocken läuten. In Rödelheim. Rödelheim-Hartrennprojekt. Oder Rödelheim-Hartglockenprojekt, besser gesagt. Ich bin Migi die Moses P. So, ich darf ja wieder los, ne? Das hat ja schon gezicht. So, von Rödelheim geht's jetzt, glaube ich, nach Bockenheim. Ist schon Bockenheim Westbahnhof? Ist schon Westbahnhof der nächste? Ich bin unsicher. Ich bin tatsächlich unsicher, ob schon Westbahnhof der nächste ist, aber wir können ja erst nochmal Gas geben. Ach, es sind nur 100 erlaubt. Das ist gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ja, jetzt sind doch 120 erlaubt. Aber da vorne sind wir 100 erlaubt. Ja, was denn jetzt? Entscheide dich doch mal. Ich glaube, hier geht es aber auch bergauf. Und ja, genau, das Westbahnhof, also Bockenheim. Nur jetzt muss man sagen, das ist eine relativ anspruchsvolle Station zum Anfahren, weil man fährt den Berg hoch. Das heißt, man kann nicht typisch auslaufen lassen, sondern da war gar kein Bahnübergang. Ich wollte trotzdem hupen. Man kann nicht auslaufen lassen so richtig, wie man sonst macht, weil man eigentlich noch den Berg hochfahren muss. Ist so ein bisschen special.
Da vorne kommt jetzt gleich dieses Ring, dieses komische Hotel. Demnächst. Oder? Hatten wir es schon? Da ist es doch. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hier würde man jetzt normal den Messeturm sehen, da so in der die Richtung. Ich habe die höchste Renderdistanz, aber 16.000 Euro Spiel, weißt du? Da kann man nicht so viel erwarten. Für so einen Schnapper. Schnapper. Grundsätzlich, man kann sich das Spiel natürlich nach seinem Bedarf zusammen konfigurieren, ne? Das muss man auch sagen. Ich merke das selbst, mich interessiert es nicht, irgendwie kanadische Züge zu fahren. Ist schon richtig, aber dennoch finde ich die Aufpreispolitik also einfach unangemessen. Vor allem für eine olle Kamelle. Wir fahren doch auch hoch, ja? Ja, wir fahren hoch. Ja. Da ruckelt es ein bisschen. Gleich sehen wir dann den Messeturm noch, den wir eben schon hätten sehen müssen. Definitiv hätten wir den sehen müssen. Geschwindigkeitsüberschreitung, du lügst. Ich muss ja mal den Berg hochkommen, die Nase. Da ist jetzt der Messeturm zu sehen. Den, wie gesagt, eigentlich sieht man den von da hinten schon. Der ist viel zu hoch, um nicht zu sehen. Aber es ist auch sonst nicht viel Skyline da, wenn wir ehrlich sind. So, und ich suche wieder nach dem Haar. Wo ist denn das Haar? Aha, ich suche das Haar in der Suppe. Da vorne ist es doch schon, verdammt. Da oben diesmal. Da rausche ich jetzt aber gut dran vorbei. Tschüss, Haar. Ist nicht so dramatisch. Ist nicht so dramatisch. Wäre auch im Karrierespiel nicht schlimm. So. Wie gesagt, das ist so, da fehlt halt der Rest der Skyline. Was ist denn das hier? Kann ich hier umsteigen? Ich mag nicht mehr mitfahren. Ich fahre mit dem anderen Zug weiter. Oh. Ja, das, ist das ein Bekenntnis von... Was ist mit dir? Ist das ein Bekenntnis? Texturen und Technikraub oder was ist hier los? Na gut. Nächste Haltestelle müsste Messe sein. Es sei denn, da fahren wir nur durch. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal halten. Das heißt, wir kommen jetzt nicht sehr weit. Es wird jetzt etwas kleinteilig. Ja. Hier lang bin ich früher immer, wenn ich mit der S-Bahn hingefahren bin, bin ich zu meiner damals zweiten Freundin getigert. Diese Straße. Sie sieht in Wirklichkeit ganz ähnlich aus, aber doch nicht so. Lange Jahre vor Luzi. Und ich noch ein Teenager. So, hier auf der... Wir müssten auch irgendwann dann an der Galluswarte vorbeikommen. Da kommen wir erst kommt die Messe. Erst kommt die Messe, dann kommt die Galluswarte. Das ist jetzt die Messe mit dem Torhaus. Wir sind jetzt also an der Messe und da halten wir dann auch mal schön an. Dadurch, dass wir relativ schnell anfahren, muss ich jetzt relativ stark bremsen. So, sollte aber klappen. Da vorne sehe ich das Haar mal ganz deutlich zur Abwechslung. Das ist ja Wahnsinn. Ach, ist ja schön. Das Haar ist da. Das Halterhaar übrigens, wenn du dich wunderst, was es mit diesem Haar auf sich hat. Da soll der Führerstand der S-Bahn halten. So. Ich guck nochmal von da. So. Mit Messeturm, guck mal, mit Messeturm. Man kann auch ins Gleisbett gucken und hier sieht man unter die Map. Das ist... Hier vorne sind irgendwelche Stromwarnzeichen, die da nie waren. Wahrscheinlich waren die immer abgeschlissen. Ist die Tür schon zu? Nö, ne? Die sieht noch offen aus. Jetzt ist sie zu. Die kann ich leider nicht selbst schließen. Das ist so ein bisschen... Na, ist das. So, da kommt wieder der Gegenzug. Das ist aber die... das ist ein Langzug, oder? Waren das drei Stück? So, jetzt hier auf der anderen Seite. Hier müsste die Galluswarte kommen. Ich weiß aber nicht, ob sie wirklich kommt. Irgendwo da vorne. Ich guck mal, ob ich sie mit euch sehe. Hier sollte... Ja, jetzt sollte... Galluswarte... Wo bist du? Müssen wir da halten? Oh, wir halten hier sogar. Oh. Jetzt müssen wir mal scharf bremsen. Jetzt habe ich hier rumgebummelt. Jetzt sind wir eigentlich über. Jetzt sind wir. Ich wusste nicht, dass wir mit Galluswarte fahren. So, jetzt können wir uns entspannen. Wo ist das Haar?
Da ist sie doch, da vorne, da ist sie. Na? Hab sie gefunden. Wo ist denn mein Haar? Gibt's hier ein Haar? Ich suche das Haar. Sehe ich das Haar nicht? Wenn ich fahre ich einfach bis vorne hin. Da vorne ist das Haar. Wahnsinn. Lalala, lalala, da ist das Haar. Und stopp. Bitte auf Zugschild achten, ich hab keins. Du lügst doch. So. Das Dächelchen ist es. Können wir jetzt nicht gut hingucken, ne? Wenn wir jetzt. Gruselig. Das macht alles nicht besser. Hier fahren auch sonst wenig Züge. Das liegt auch daran, dass ich nicht viel dazu gekauft habe. Ich glaube, wenn man mehr Züge fahren sehen will, muss man mehr dazu kaufen. Ist so mein Verdacht. Ich guck nochmal aus dem Fenster. So. So wie sich das für einen ordentlichen Zugführer gehört. Ganz schön rostig die Klappe da drüben. So, und los geht sie. Jetzt fahren wir in den Tunnel rein, glaube ich. Wenn ich hier richtig im Kopf auf die Strecke. Da ist die Galluswarte. Ja, ich wusste, es gibt sie. Ich hatte gehofft, dass es sie gibt. Da habe ich meine andere Galluswarte. Da war das Autohaus, wo ich meine zweite Ausbildung gemacht habe. Ich mache mit euch hier sehr persönliche Touren durch Frankfurt. So ist das. So, ich lass mal rollen, es geht ja runter in den Tunnel. Und jetzt halten wir nämlich am Hauptbahnhof, aber wir halten im Tiefbahnhof. Da vorne wäre der Hauptbahnhof, da können wir auch einfahren. Wenn unsere S-Bahn hier hält, können wir oben ins Vorfeld reinfahren. Aber wir fahren hier rein. Und sind auch prompt zu schnell. Kann ich sanden? Dynamische Bremse, Zugbremse. So, die sind sehr realistisch gemacht. Die Tiefbahnhofstationen eigentlich sind ganz schön. Kann man nicht anders sagen. Sieht auch jetzt ziemlich realistisch eigentlich so aus. Na, da sind wir jetzt endlich da. So, jetzt sind wir in abgesehen natürlich von der Leere, die hier herrscht, ne? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig realistisch. Ich suche wiederum wie immer das Haar zum Halten. Und ich sehe es erst ganz da vorne, aber das ist wahrscheinlich nicht mein Haar, ist auch egal. Ich kann auch hier halten. Komm, mach mal hier. Oh ja, ist glaube ich sogar auch für Kurzzüge, oder? Ja, ist auch für Kurzzüge, ist für alle. Also bin ich hier schon richtig. Super. So, noch auf aus. Und aus dem Fenster hängen. Also ist schon realistisch gemacht. Also da stecken die schon Liebe rein. So ist das nicht. Es ist nicht so, dass die nicht viel Liebe da reinstecken, aber. Andere Spiele, die oder so haben halt sowas dann, die bauen das auch nach, aber die verlangen nicht für jede Strecke oder so dann nochmal wieder extra ein ganz ordentliches Salär. Das ist ja auch hier ein DLC mit Rhein-Main blablabla Verkehr, wo ich das DLC brauche, um auch dann, glaube ich, den ET420 überhaupt fahren zu können. Also das DLC hat auch regulär, glaube ich, 20 Euro. Und dann das andere DLC mit der U-Bahn, das haben wir ja schon mal uns angeguckt, auch 20 Euro. Da kommt was zusammen, ne? So ist das so. Also kann man im Sale halt gucken, dass man sich da was holt, aber ansonsten ist das schon schwierig. So, nächste Haltestelle ist die Taunusanlage. Da kann man aussteigen, wenn man zur alten Oper will. Und auf die Freskas. Das hacken das. Und die Restaurante. Habe ich vergessen. Aber gut sind die. Die machen die Pizza so im Garibaldi, glaube ich. Restaurante Garibaldi ist da auch. In so einer Seitenstraße. Und die machen die Pizza halt so wirklich so mit dem Teig. Der läuft da durch die Gäste durch. Und tut dabei den Teig so auf der Hand so ausweiten, bis er dann irgendwann zu seinem Pizzabäcker bringt.
Und dort, der macht dann, belegt die dann. Das ist ganz spektakulär, auch noch anderen Quatsch stehen, die da so machen. Und auch geschmacklich sehr, sehr gut. Hier ist wiederum alles nur geklaut, das hatten wir ja schon mal. So, da vorne ist mein Haar, ich bleib jetzt einfach hier stehen, ich habe keine Lust auf dieses blöde Haar. Ich habe einen Kurzzug, da kommt es nicht drauf an. So. Wunderbar. Entschuldigung, musste mal kurz gucken, ich hatte irgendwie so ein komisches Geräusch gehört. Ich dachte, die Kater machen Quatsch. Haben sie aber nicht. Dann dachte ich noch, die Bauarbeiter machen Quatsch, weil wir ja Balkone saniert bekommen, aber haben sie auch nicht. Es sind viele Menschen, also die Stimmen sind toll, ne? Man sieht diese vielen Menschen. Die Sommerkollektion von... Ja. Weiß ich nicht von was. Keine Ahnung. So, nächste Haltestelle, Hauptwache. Von da aus kommt es auf die Zeil. Und kannst shoppen gehen. Ganz ohne Amazon, man stelle sich das vor. Das geht. Vor allem mit der S-Bahn ist das eigentlich eine relativ zügige Sache. Und da vorne sehen wir die Hauptwache schon. Also es ist natürlich für so einen großen, das ist ja hier schon ein richtiger Zug, das ist ja keine U-Bahn hier, ist das natürlich schon, glaube ich, also ich bin erstaunt, dass die Züge diese kurzen Etappen so gut überstanden haben. Wenn ich ehrlich bin, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, was die eigentlich aushalten müssen, hier in diesem extremen Nahverkehr. So, mein Haar sehe ich da vorne. Hier erkennt man es noch besser. Hier drüben hält übrigens die U-Bahn, das ist eine Kuriosität bei uns. Und ich hörte, wenn man Glück hat, kann man da auch manchmal ein Wettrennen mit einer U-Bahn fahren. Also natürlich jetzt nicht so ernsthaft, ich halte weit vorm Haar, ich weiß, aber es ist egal, der Zug ist drin. Achso, halt doch bitte auch an. Oh, das hätte jetzt Schimpfe gegeben, da wäre ich jetzt wahrscheinlich aus dem Szenario rausgeflogen. Er hat mich zum Glück nicht gelassen. So, das ist ganz interessanter. Oh, da kommt die U-Bahn. Also mit der sind wir ja schon gefahren. Da. Da ist die U-Bahn und wir stehen direkt daneben. Und müssen darauf warten, dass bei uns sich die Tür schließt. Aber vielleicht können wir Wettrennen mit dir fahren. Na, komm. Komm. Macht sich. Na, mal gucken, wer hier den schnelleren Zug hat. 4200 PS. 16 angetriebene Achsen. Tschüss. ja. Tatsächlich sind die ET-4200 schon relativ... flott unterwegs, was das angeht. So, gleich sind wir an der Konsti. Da kannst du alles kaufen, was du so brauchst, an glücklich machen. Fürchte ich. Ich mochte die Konsti nie. Da ist man immer so angemacht worden. Jetzt bin ich wegen U-Bahn-Rennen, die fährt ja auch hier rein, aber ich bin wegen U-Bahn-Rennen hier voll Kanne zu schnell gewesen, glaube ich. Ich glaube, ich schaff's gerade noch so. Da ist die U-Bahn auch wieder. Von da sehe ich die U-Bahn nicht. Schade. Aber von da. Auch eine nette Szene. So, erstmal auf Null machen hier, ne? Die darf schon weiterfahren, glaube ich. Die verschwindet da gerade. Ach, wir haben auch gezicht, ne? Nee, haben wir nicht. Nee, wir sind nur offen. Die U-Bahn hält kürzer. Jetzt muss ich wieder auf Null stellen, verdammt. Ja, da komme ich natürlich mit den Haltezeiten, die U-Bahn hat, da komme ich nie mit. Da habe ich keine Chance. Verdammter Mist. Ich bin auch kein S-Bahn-Fahrer, ne? Falls ihr einen S-Bahn-Fahrer zuguckt, der rauft sich wahrscheinlich die Haare. Ist klar. Ich bin Spieler. Ich bin kein S-Bahn-Fahrer. Ich war mal Modellbahner, aber es zählt nicht. Ich habe noch eine S-Bahn von Arnold,
Ah, das zählt nicht, das zählt nicht. Nein. So, jetzt kommt jedenfalls die Ostendstraße. Ich würde jetzt in mein Mikro blauzen. Ja, das ist so mein Job als S-Bahn-Fahrer. Ist sie das schon? Okay, also schon ganz nah. So, das ist eine neuere. Etwas als die anderen. Ein bisschen neuerer. Oh, da war ja schon das Haar. Tschüss, Haar. Da sieht man, dass S-Bahn-Fahren ist endlich eine sehr reparaturende Arbeit ist. Wortfindungsstörung, Glückwunsch. Ich wollte was Kluges sagen, wieder schiefgegangen. Es ist mein Leben. Es ist einfach mein Leben. Hören Sie! Mein Leben! Man sieht die Leute zu Notrufschaltern rennen. Der S-Bahn-Fahrer ist verrückt geworden. Der musste hier übrigens immer aufstehen und darüber gehen, das Fenster runter machen, konnte dann das rausgucken. Jetzt habe ich sogar 80, aber bis zum Lokalbahnhof ist nicht so weit. Ich glaube, jetzt fahren wir unter Main durch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ja. Das müsste die Stelle sein, wo wir unter Main durchfahren. Da hat mein Vater mich damals mitgenommen. Das ist hier die Senke. Er hat gesagt, wir fahren jetzt, das wurde neu gebaut, also zu meinen Lebzeiten noch. Und dann hat mein Vater gesagt, wir fahren jetzt mit der S-Bahn unter Main durch. Und ich saß dann da und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich aus dem Fenster die Fische sehe. Ich war vielleicht so 5 oder 6, schätze ich. 5, 4, 5, sowas. Es waren keine Fische da. Ich bin betrogen worden. Ja, kann man mal erzählen, so Schmank aus der Kindheit. Ist hier sehr dunkel. Auch das Licht des Zugs ist sehr wirksam. Da vorne habe ich gedacht, ich hätte Licht gesehen. Da ist Licht. So, nächste Haltestelle. Lokalbahnhof. Wo ist denn mein Haar? Es ist ein Loch in der Karte. Das ist doch ein Loch in der Karte. Bei diesem hochwertigen, edlen Spiel. Sehe ich das richtig, dass da ein Loch in der Karte ist? So ein bisschen wie ein Bentley, ist auch nur ein Audi. So, Frankfurt Süd, S3, S4, S5, S6. Das ist ja gut. Ja gut, die S1, S2, die, mit denen ich immer gefahren bin, also die da, S1, S2, die gelbe und die blaue, die da, die fährt da nicht. Das siehst du jetzt nicht, habe ich den Zug davor gepackt. Sind die Türen schon zu? Nö. Jetzt sind die Türen zu. Ja, dann letzte Haltestelle. Müssen wir danach noch ins Depot und hier sind Löcher in der Karte. Spiel, hier sind Löcher in der Karte. Ruft doch jemand den Hausmeister, hier sind Löcher in der Karte. Ich habe wirklich Licht an, ne? Ja, ich habe Licht an, aber ich sehe nichts von dem Licht. Jetzt müssen wir uns einen Berg hoch schaffen. Schaffen wir das auch noch mit 3? Ja, mit 2. Da werden wir schon langsamer, ne? So, jetzt sind wir am Südbahnhof. So. Wo sind denn die Haas? Haas. Ich sehe kein Haas. Das ist Haar. Ist das mein Haar? Na, dann bremse ich mal lieber. Ja, das ist sogar mein Haar. So. Da habe ich schon aufgemacht, jetzt gucke ich hier raus. Fährt ja auch los gleich. Fährt die los. Was gucken Sie so? Ich schaue mir den Zug an. Sie interessieren mich überhaupt nicht.
Malus Magicus. Suchen Sie aus der. Was stechen Sie aus der Masse heraus? Farben von Malus Magicus. Na gut, das ist ja eh Endstation. Ich fahre ja jetzt ja nur noch ein Stückchen weiter auf den Abstellplatz. Ich werde den Zug ausstellen. Oh je. Wo ist der Hauptschalter? Hauptschalter, verdammt. Den muss ich gleich suchen. Das gibt was. Das gibt was. Ist das der Hauptschalter? Das ist der Scheibenwischer links, okay. Das haben wir geklärt. Das ist der Scheibenwischer rechts, das haben wir auch geklärt. So, wo muss ich hin? Ich weiß gar nicht, wo ich halten soll. Sehe ich das irgendwie? So, ist aus. Wie weit ist noch bis zu meinem Haltepunkt? Da sind Treppen, das ist gut. Ich könnte das Licht schon mal ausmachen. So. Da ist gleich Feierabend. Erstmal ein Bier. Feierabendbier. Nein. Trink doch ein Wasser. Oder einen Kaffee. Einen Feierabendkaffee, damit du deinen Feierabend wach verbringen kannst. Und geistig klar und bewusst. Bei Bewusstsein. So. Ja, wir fahren halt jetzt auch voll ins Depot rein, ne? Ich weiß halt echt nicht, wo ich halten soll. So. Okay. Da wahrscheinlich da vorne, ne? Da sind die neuen Züge. Keine alten hier. Das ist so gemein. Ich weiß überhaupt nicht, warum die nicht auch ein bisschen so auf Epochen und so gehen. Dass man in verschiedenen Epochen durchaus mal fahren kann. Ich fahre jetzt bis hinten in diese gelbe Zone da hinten rein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich mache das jetzt einfach. Wahrscheinlich ist das falsch und ich, ja, ist, glaube ich, ist relativ sicher falsch. Oder? Ach, egal. Was weiß ich nicht, wo ich hin soll. Aha. Es war offensichtlich falsch. Kannst du bitte aufhören, sich zu drehen? Hallo? Zug ging gleich aufgrund falsch gestellter Weiche. Spielbeendender Fehler. Ah, schön. Ja, dieses Spiel ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Ich habe Spaß. Ich hoffe, du auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.